Hallo Leute, willkommen zurück zu The Evil Within. Ich habe ein bisschen nachgespielt gehabt, allerdings nicht so weit, dass ich nochmal diese Falle ausgelöst habe, wo man halt mit den Fallen die ganzen Gegner tötet. Und da jetzt hier mehrere dieser Fallen sind, ist es schwer zu erklären. Da, wo der eine runterbaumelte, relativ am Anfang noch, und ich dann mit der Flasche irgendwie geworfen hatte. Und wo dann mehrere aus der Tür rausgestürmt kamen. Und in diese Tür wollte ich eigentlich rein, aber so weit zurück das nachholen wollte ich dann doch nicht, obwohl ich bis dato da eigentlich mehr Munition hatte. Jetzt habe ich aber, das mache ich ja eigentlich, das will ich gar nicht. Jetzt habe ich aber ja einiges nochmal nachgespielt. Ich habe zum Beispiel mich auf eine dieser nach oben dann fahrenden, also wiederfahrenden Fallen gestellt und habe nochmal einen Raum gefunden mit Schlüssel und allerlei Kram. Hab nochmal die Gegner platt gemacht, zum Beispiel auch mit der Falle, was zuletzt ja war. Und anstatt die halt alle selber zu töten, ja, gruselige Krankenschwester. Und anstatt halt die jetzt selber zu töten, habe ich das alles mit der Falle gemacht, habe dadurch Munition gespart. Alles, was ich an Glibber hatte, das war glaube ich 3500, habe ich eingesetzt für tatsächlich die Schrotflinte mal. Weil ich ja zugebe, dass ich echt zu blöde bin, manchmal hier das hier auszuwählen. Und bleib dann immer so stumpf einfach bei der Pistole und merke gar nicht, hey, du hast ja auch noch mehr als die Pistole. Und mach dann immer die Qualen am Brust, was ja gut ist. Aber das habe ich ein bisschen echt vernachlässigt, das stimmt. Das habe ich jetzt halt zumindest bei der Schrotflinte verbessert. Weil mit 500 kann ich jetzt, glaube ich, eh nicht so viel machen. Jetzt ist die Pistole natürlich ganz gut, aber der Rest nicht so. Kann ich vielleicht mit 500 noch was anderes machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwas mit 500 Gel? Nee. Okay, gut. Dann muss ich noch ein bisschen sammeln. Weswegen ich natürlich jetzt eigentlich hier bin, ist der Schlüssel. Weil das schön ist, mal einen zu haben. Und ich dachte, das machen wir zusammen. So, ne? Jetzt haben wir schon mal einen Schlüssel. Warum er die hier immer langsam aufmacht? Also in der anderen gruseligen Dingswelt, da will ich das immer. Und da ist es genau andersrum. Da tritt er die dann auf. Und hier, naja. So, ich nehme jetzt mal das Fach hier. Oh, was ist das Feines? Irgendwas, was aber voll ist. Aber das ist trotzdem gut, dass man darauf zurückgreifen kann. Ja, doch. Wenn da jetzt sogar zwei drinnen liegen, ich weiß nicht, dann, oder nur einmal, aber viermal oder was, dann ist das nicht schlecht. Kann ich die aber trotzdem nicht, wenn ich die jetzt auflade oder so? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind Blendbolzen, ne? Oder? Ich glaube, das sind Blendbolzen. Ja, das ist aber gut. Finde ich. Da freuen wir uns, dass wir einen Schlüssel wieder haben. Und war hier jetzt auch sogar mal eine Statue? Irgendwie ja, ne? Aber die kann man sich jetzt nicht mehr holen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich setze jetzt gleich das Gesichtchen ein. Und dann fehlt nur noch eins. Den Weg dahin weiß ich auch schon. Und heute ist eines dieser Tage, wo ich wieder sehr angespannt bin. Nur, dass ihr das wisst. Heute bin ich wieder so richtig so unsicher und weiß nicht. Ich hoffe, dass das sich in meiner Spielweise nicht zu doll bemerkbar macht. Da kommen wir her, da wollen wir nicht hin. Ich will jetzt, wo will ich denn hin? Ich will, da will ich auch nicht hin. Nee, da will ich auch nicht hin. Ich glaube, ich muss da runter und dann wieder hoch. Aber erstmal setzen wir das Gesicht ein. Nur noch eins. So, das war das Relief. Ich hätte mal speichern sollen. Wenn ich nicht weiß, ob ich sterbe, dann muss ich das nicht nochmal machen. Das hätte ich ja auch mal machen können. Aber jetzt laufe ich nicht nochmal zurück zum Speichern. So, wir müssen hier lang. Hier waren wir zuletzt. Wir sind jetzt nicht Bombe irgendwie mit Muni ausgestattet. Ihr seht, ich habe keine Schrufeln. Ich habe ein bisschen Pistole, habe ich. Ich habe auch noch hier unser geliebtes Gewehr. Ja.
Und hab immer gedacht, hier von den Tipps her, dass hier am Boden jetzt noch was liegt. Aber laut Komplettlösung, dass ich jetzt mal reingeguckt hatte zuletzt, war da nichts. Ganz schlau ist ja hier, wie gesagt, die Falle. Das habe ich gemacht und habe halt damit Bums die Dinger da draußen getötet. Ja, das kann man machen. Man kann sich da allerdings nicht draufstellen. Dann war hier der Stuhl, den hatten wir auch. Habe ich auch gemacht, wie ihr seht. Und jetzt kommt halt etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Und ja, das finde ich unheimlich. Unheimlich. Ich gucke halt nur gerade mal so ein bisschen mehr in die Ecken, als ich sonst gucke. Einfach, ne? Einfach, ja. Und da ich hatte nicht gewusst, ist das jetzt hier, geht's hier weiter jetzt oder ist hier nur so ein bisschen noch Glibber oder so und hab das hier schon mal jetzt gemacht gehabt zuletzt. Und jetzt dürfen wir uns auf was freuen. Ich hab das Spiel dann abgebrochen an der Stelle für euch. Yay! Geil. Und was mache ich jetzt? Einfach nur das Rad drehen? Willst du dich mal bewegen? Wer hustet denn da? Ist er das selber? Jo. Okay, das hast du gut gemacht. Huch! So, ich vergase hier aber langsam. Da liegt noch was. Schnell mitnehmen. Ich nehme mal die Pistole fix. Schrotflinte würde ich eigentlich nehmen, aber in dem Fall... Obwohl, das hat mehr Bums. So, schnell drehen. Damit kann ich zwar nicht so gut auf Nahkampf zielen, aber mit der Pistole kriege ich sie einfach nicht so schnell platt. Deswegen nehme ich das Scharfschützengewehr, obwohl ich es natürlich an der Stelle gar nicht unbedingt so gut finde. Hätte ich Schrotflinte, würde ich Schrotflinte nehmen. So. Ja, das habe ich alles noch nicht gemacht. Das mache ich hier gerade zum ersten Mal. Wollte ich nochmal gesagt haben. Das war jetzt fies, dass da natürlich einer so aus diesem Nebel kam. Aber da wir jetzt sicher sind, gucke ich mich lieber nochmal um. Da geht es ja anscheinend nicht mehr. Er sagt aber auch gar nichts dazu, ne? So nicht irgendwie oh shit oder verdammt, wie komme ich jetzt hier heraus? Das wäre so typisch Sebastian. Aber gut. Also, ich wette, hinterher heißt es dann, ah, du warst ganz nah dran, hier in den Kacheln, da wäre noch was gewesen. Oder, als du am Anfang da an dem Rohr vorbeigegangen bist, da wäre eine Statue gewesen. Schade, schade, schade. Aber das weiß man halt vorher nicht. Also mehr als mich hier grob umgucken kann ich nicht. Aber wenn ich jetzt jedes Mal so gründlich, wie ich jetzt hier rumgucke, glaube ich, das mache, dann... Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier von hier aus auch nochmal gut wogegen schießen könnte. Dann wird es nämlich runterfallen und wenn man da runter geht, kann man es einsammeln. Ha? Was haltet ihr von dieser tollen Versteckidee? Hm? Nicht so? Na gut. Dann gehen wir... und haben weiter Pech vor den Viechern, anscheinend. Vielleicht ja mal so ein bisschen genau Blendbolzen jetzt verwenden, wenn welche kommen. Oh, da liegt Glibber. Aber ist das so einfach, sich zu holen? Oh, ein Kontrollpunkt. Es gibt ja noch Kontrollpunkte. Man muss ja nicht immer selber speichern. Der Glibber ist natürlich gut. Damit können wir bestimmt weiter Waffen aufpimpen. Der Seite ist nichts. Ja, wie gesagt, ne? Runterschießen, aufsammeln. Aber gut. Vielleicht kommt ja auch hier der besagte Fußbodensteinhaufen. Yo.
mal her. Achso, der lebt noch, das ist nicht gut. Was mache ich jetzt mit ihm? Ich will den nicht nur blenden. Ich glaube, ich verwende mal eine Harpune. Oder so. Das wäre für alle drei eigentlich auch gar nicht schlecht gewesen. Wenn er hier nahe genug rankommt, kriegen wir ihn vielleicht auch so. Guck mal her. Ja, geil. Ja, geht doch. Kann ich mal weg hier, damit ich nicht sterbe? Ja. Gut, das ist gut. Dann habe ich keine Harpune verschwendet. Leider zwei Blenddinger, aber ich habe ja auch wieder welche bekommen. Ja, egal. Wozu haben wir den ganzen Mist? Hallo, geht der Glibber jetzt auch weg? Ich will Glibber. Ich will Glibber. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht immer Glibber kriegen, ne? So, jetzt sterbe ich. Oder auch nicht. Oh Gott, das ist ja auch immer. Mach mal die Lampe an, sonst seht ihr nichts. Es ist ja immer schwer. Hier. Vor allem die Pistolen-Muni, die wird jetzt gerade langsam wirklich überflüssig. Also da sind die Tipps wirklich gut gemeint von euch, dass ihr sagt, Gottes Willen, jetzt mach bloß mal die anderen Waffen. Aber leider muss ich dafür auch Muni finden. Wäre schön, wenn man Schrotflintenmunition selber erstellen könnte. So, was ist jetzt hier wo? Hab ein bisschen Angst hier. Vor allem, was nehme ich denn mal als nächstes? Haben wir so ein Elektroschocker-Ding? Das war wieder knapp, ne? Boah, ey. Das ist aber auch immer mit so No Risk, No Fun verbunden. Das sieht auch schon wieder so fallenmäßig aus oder so mäßig. Wir wollen auf die andere Seite oder keine Ahnung. Ist hier nicht vielleicht auch noch was drin? Oh, hier sind doch überall, könnten hier Verstecke sein. Guck mal da, da ist doch sogar was. Hier liegt auch einer. Das ist ekelhaft. Hier in diesen Katakomben. Finde ich das sehr unheimlich gerade. Bisschen Glibber hatte er noch für uns. Kleines Abschiedsgeschenk. Hat er mit ins Grab genommen. Den Glibber, den kriegt niemand. Den nehme ich mit ins Grab. Oh, da ist was zum Öffnen. Ich schaue hier auch gerade am Boden, weil hier ist ja so viel Gerümpel, dass ich halt denke, vielleicht findet man ja tatsächlich hier noch was. Aber irgendwie, glaube ich, habe ich jetzt hier alles abgeklappert. Ach, ich habe Schiss, ne? Ich habe echt Schiss. So, ich werde jetzt auch mal nicht zurücklaufen. Wir gehen jetzt mal weiter. Höchstens oben irgendwie könnten immer Dinge sein. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, ich muss ein bisschen... Eigentlich muss man überall hingucken. Wenn man nicht weiß, wo was ist. Tja. Ach, dann geht das da runter. Das ist ja fies. Das ist richtig fies. Ja, und dann rammelt man halt voll rein in die Gegner, ne? Das, was soll einen auch sonst erwarten? Explosivbolzen wollen wir erstellen. Das ist immer schön, davon welche zu haben. Schock hatten wir auch schon lange nicht mehr. Kälte meine ich. Blendbolz mache ich jetzt mal nicht. Ich mache dann nochmal die Harpunenbolzen 2. Ja, und explosiv. Wenn es denn das schon... Warte, guck, da ist doch sogar noch einer, den wir herstellen können. Das machen wir auch. Blendbolz machen wir auch nochmal. Wunderbar. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ich nehme mal Kälte sogar. Weil... Ist das jetzt Kälte? Da ist Kälte. Da könnte man mit der Pistole nämlich dann drauf schießen. Je nachdem halt, was jetzt kommt. Ist eine Falle hier auf dem Boden? Aber wenn die da reinlaufen, laufen die echt da drüber? Die Spackos? Oder ist das jetzt wegen für uns jetzt echt, ne? So mäßig, haha. Ganz schlimm die Ecke gelaufen. Ist nicht. Seine Blicke irritieren mich auch. Also, ich denke dann immer,
Guck, wir können auch nicht mehr drehen, ne? Wir sind so am Arsch. Ja, gut, dann werde ich die mal jetzt lösen. Ein bisschen länger lösen. So, jetzt können wir da auch durch. Hallo. Ja, wie er guckt, ne? Da kann man doch nur irritiert selber sein. Oh, das ist... Ich mag das hier nicht. Ist nicht gut. Wie viele kommen da? Krabbelt der da nur rum? Er krabbelt. Und er bleibt aber da hinten, oder? Okay. Das ist jetzt einer, oder was? Ja, mach hin, ey. So. Die werden geblendet, aber das reicht ja bei denen immer nicht. Da sind die Kältedinger schon ganz gut. Eigentlich. Die laufen da oder die... Oh, ich mag... Was, Glibber? Ich habe Angst hier mit welchen Waffen und so. Mal aus. Okay, die liegen ja irgendwie alle nur am Boden. Deswegen bin ich da irgendwie jetzt irritiert, was ich mit denen machen soll. Soll ich die da einfach drüber hinweglaufen? Oder was macht man mit denen? So Kälte ist schon geil, ne? Oder halt einfach erschießen. Da ist mir die Muni auch irgendwie zu schade. Die sollen mal ein bisschen näher ranwursteln. Dann könnte man die anfackeln. Können wir das auch so? Können wir die anfackeln? Ja. Ja gut, dann. Wenn man die einfach anzünden kann, dann ist ja nicht so schlimm. Aber ich finde, die lenken schon extrem ab mit ihrem ganzen Geröchel und Gestöhne. Gut. Dann liegt ja hier noch der eine. Den könnte... Nee, den kann man auch nicht mehr. Okay. Hallo Leute, ich hab Schiss. So, jetzt soll ich da das Tor wieder aufmachen. Bevor ich das tue, gucke ich mich um. Ganz genau in die Spinnweben rein. Ne? Wie man das so macht. Und mach schattenmäßig so ein Michael Jackson Moonwalk. Und dann geht's weiter. Gut, ich komme nicht drum rum. So. Hier war ich schon. Ich habe jetzt wirklich gründlich eigentlich geguckt. Also jetzt sind wir hier, wo wir schon. Ne, da war ich noch nicht. Da ist ja noch ganz viel Schönes. Ja, wie kommt man denn da wohl hin? Wahrscheinlich den Weg, den ich jetzt nehmen werde. Aha, aha. Ich mach mal. Ich lasse gerade halt bewusst die Leuchte aus, weil ich nicht weiß, was hier kommt und ob ich aufpassen muss. Aber wenn jetzt auch hier noch voll der Kampf kommt, frage ich mich natürlich auch, wo ist die Munition? Man findet zwar hier und da was, aber man verplempert ja auch. Also geht ja gar nicht anders. Man muss sich ja wehren. Da wäre noch ein bisschen mehr. Aber ich habe, wie gesagt, auch viel verloren, was ich jetzt nicht wieder reinholen konnte. Aber gut. Das war's hier in dem Raum. Hier ist nichts sonst. Ich meine, da war ja schon was drin. Na gut, dann gehe ich mal weiter. Eigentlich will ich zu dem Raum da hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt hinkomme.
Wir haben auf jeden Fall jetzt dieses nächste oder letzte dritte Gesichtsrelief. Dann können wir da durch. Hat sich damit dann auch irgendwo anders was geöffnet jetzt, dass ich da unten mal hinkomme? Möchte da in diesen super Special-Raum kommen. Muss ich da irgendwie was noch wieder drehen? Oder ist das jetzt noch offen gegangen? Weil ich das aufgemacht habe vielleicht? Guck mal, da ist doch jetzt ein... Da drüben, da will ich eigentlich hin. Kommt man denn da hin? Bin ich irgendwo nicht abgezweigt? Oder so? Sieht ja schon nett aus, der Glibber da. Will da hin. Ich weiß gerade nicht wie. Okay, hier darf man nicht mehr lang. Ist ja gut zu wissen. Tja. Kann man hier irgendwas aufsprengen? Oder... Nee. Es ist ja auch da hinten offen. Irgendwie muss es da ja einen Weg hingeben. Nur weiß ich halt gerade nicht, kommt das noch oder bin ich schon vorbei? Natürlich schade. Halt irgendwie rechts, ne? So. Dann wollen wir mal. Ich habe Angst vor dem Wächter. Ich dachte ja erst, der Entschuldigung, der Hund wäre der Wächter. Kriegen wir tatsächlich sogar noch hier einen Kontrollpunkt. Wenn man denn jetzt da rumläuft, kommt man da vielleicht dann nochmal hin? Kann ich da irgendwie eine Runde machen und dann mir das da holen? Oder habe ich jetzt für alle Zeiten Pech und habe den Raum verpasst? Das war doch nur ein... Es ging doch nur da geradeaus, oder nicht? Wie merkwürdig. Ja, wenn ich jetzt hier völlig... Das ist ganz, ganz falsch, glaube ich. Das ist auch so geil hier mit den Staubdingern, die hier so fliegen und fast nicht alles. Sieht alles so schön gut grafisch realistisch aus. Gefällt mir sehr gut. Aber umso realistischer sind leider ja auch die Kämpfe mit den Monstern und allem. Das sieht auch alles sehr realistisch aus. Vielleicht geht es auch da hinten runter. Ich weiß es nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? Von allem? Gibt's? Sie wurden erwartet. Ja? Muss erstmal dahin torkeln jetzt zum Stuhl. 2100, komm. War besser. Wenn wir jetzt noch da das eine hätten gefunden, dann noch mehr. Aber naja. So, wir wollen die Waffen ändern. Und zwar, wenn es geht, irgendwas hier. Guck mal hier, jetzt kann man doch schon mal. Da kann man schon mal was machen. Schadensmultiplikator leider nicht beim Scharfschützengewehr. Aber vielleicht kann man da ja was anderes machen. Zum Beispiel die Magazinkapazität oder den kritischen Schaden. Das wäre doch... Das mache ich jetzt mal. Den kritischen Schaden. Oh, und da können wir sogar noch das andere aufbessern. Vielleicht sogar noch... Huch, nee. Die Spanngeschwindigkeit verringert die Zeit zum Nachspannen der Armbrust beim Zielen für eine schnellere Schluss. Das finde ich auch gut. Das mache ich mal. Und mich nervt das immer ein bisschen, dass es immer so lange dauert. So, das haben wir gemacht. 100 sind noch übrig geblieben. Ich werde an der Stelle dann jetzt speichern. Als nächstes werden wir das Gesichtsrelief dann einsetzen und dann dürfen wir uns mit dem Wächter, wahrscheinlich dem Wächter, schön auseinandersetzen, der uns da unten eingesperrt hat. Hat er sich so gedacht, hat er aber falsch gedacht. Nicht mit uns, meine Lieben. Im nächsten Part sehen wir, wie gut wir uns schlagen. Bis dann.